Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich bin total ungeschminkt. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich habe heute eine ganze Menge zu tun und da dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit. Also ich muss nämlich heute zu meiner Nageltante, weil, wie ihr seht, da ist sogar, wie nennt man es, Gel abgegangen. Auf der Arbeit, ich bin mich nur am Verletzen. Hier habe ich mich voll geschnitten. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist das jetzt schon, oh Gott, ich glaube fast 6 Wochen her, wo ich da war, deswegen darf das auch abgehen. Pickel, naja, ich muss, da muss ich nach DM für die Joy, weil ich fahre heute Abend nämlich zur Joy und da wollte ich mal gucken, ob es bei uns noch den Essi Fitchi gibt. Dann muss ich nach Roller für die Joy, weil sie braucht etwas, aber das ich denke mal, das gibt es bei Roller. Das hat sie bei sich nicht. Dann, genau, da muss ich auf jeden Fall nach C&A was umtauschen von meinem Haul letzte Woche oder beziehungsweise letztens. Und ich muss auch, wenn ich in Düsseldorf bin, muss ich auch nach Primark auch was umtauschen. Ja, also es wird schön knackig werden, mein Tagesablauf, und ich nehme euch dann einfach mit. Ich hoffe, ihr habt Freude daran und ja, ich liege hier nämlich noch auf meiner Couch. Ich habe gerade, da oben ist nämlich mein Bett. Achtet mal. Tadam, das ist, ja, Rolle sind noch unten, ne? Das ist übrigens mein Fernseher. Und hier hinten ein bisschen, habt ihr noch gar nicht, glaube ich, richtig gesehen. Und wenn man hier umschwingt, hier, da hängt noch mein Handtuch von gestern. Und da oben ist mein Etagebett. Ja, und hier sind Klamotten von gestern, muss ich noch gleich wegräumen. Ja, meine Füße. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich weiß jetzt nicht, ob man mich jetzt wahrscheinlich nicht, nö. Ich mache einfach mal kurz so. Ja, ich bin jetzt gerade unterwegs zu DM, damit ich der Joy eventuell den Fitchi besorgen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall tierisch unter Zeitdruck, nicht Drunk. Und ja, ich bin zu spät aufgestanden. Naja, und dann kommt noch dazu, dass ich, was wollte ich sagen? Ja, zu verpennt gestern Abend nach dem Zumba war. Ich war so fertig, irgendwie so müde von der Arbeit und so, keine Ahnung, dass ich die Kamera nicht mehr aufgeladen habe. Und ich muss immer mich kurz halten, damit ich nachher nach dem Fingernägeln machen und so, habe ich gerade ablackiert, dass ich die nachher nochmal aufladen kann, bevor ich dann zur Joy fahre, weil wir wollten nach Ikea. Und dann gucken wir mal, vielleicht kann ich da ja auch ein bisschen filmen. Ich habe keine Ahnung, ob man das darf oder so. Jetzt überhole ich mal den Bus. Ja, ja, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, euch gefällt noch mal so ein Follow Me Around. Ich habe das ja damals schon mal gemacht. Naja, ich bin auf jeden Fall gleich bei DM. Tschö. So wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, habe ich nicht mehr gekriegt. Aber ich habe ihr einen anderen mitgebracht, der schon sehr ähnlich aussieht. Also ich habe ihn ja auch schon mal gesehen, habe mir gedacht, ach, der sieht gut aus. Und der hier, der sieht schon ähnlich aus. Und den bringe ich ihr als Geschenk mit. So, und ich habe mir was zu essen mitgenommen. Und zwar ein leckeres Brötchen. Und zwar ein Brötchen mit Hähnchen. Und das esse ich jetzt. Boah, krass, wie mein Gaumen hier runtergeschluckt. Ja, da bin ich wieder. Und zwar habe ich gerade das Brötchen aufgegessen. Und Leute, das war das geilste Brötchen, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Das war irgendwie mit so Hähnchenbruststreifen, mit so einer leckeren Soße. Ich denke mal, es war Salsa oder so, keine Ahnung. Und, warte, ich muss blinken. Ist ein bisschen schwierig. Im Auto von Tommy hatte ich so eine Ablage-Dings, wo ich die Kamera reinstellen konnte. Kann ich jetzt nicht mehr. Naja, auf jeden Fall war das super lecker. So, jetzt habe ich auch gefrühstückt. Am Gaumen im Mund, was ich gerade fast runtergeschluckt habe. Und hätte ich den ganzen Tag frischen Atem wahrscheinlich gehabt. Und jetzt fahre ich gerade zu meiner Nageltante. Ich freue mich, weil meine Nägel sehen ganz schlimm aus, weil es müssen 3 Tipps drauf. Ich hasse Tipps, aber sie müssen drauf, damit die alle gleich lang sind. Ne? Naja, gut. Ich zeige euch so nachher. Bis dann. Hallo Mädels, jetzt bin ich ja wieder da. Vielleicht auch Jungs. Jetzt habe ich wieder meine Nägelchen neu.
Die sehen jetzt total schön wieder aus. Wow. Seht ihr das? Naja, ich lasse das mal lieber, bevor ich hier noch einen Unfall baue. Das Witzige war, meine Nageltante heißt Sabine und sie hat eine Tochter, Larissa. 12 Jahre ist die. Also so kennen wir uns eigentlich schon seit Ewigkeiten. Also, weil Sabine macht mir schon seit Ewigkeiten Nägel. Und vor ein paar Monaten hat Larissa angefangen, so darüber zu reden, dass sie halt, guck mal hier, Essie und dies und das. Und ne, ich würde so gerne einen Essie-Lack haben. Und da habe ich mir gedacht, die kennen sie aber aus. Ne? Und ich habe mir schon irgendwas gedacht, dass sie YouTube-Videos guckt. Und aber da ja überhaupt niemand von meinen Leuten, also Bekannten, also beziehungsweise Arbeitskollegen und sowas, das weiß, dass ich sowas mache, habe ich auch nie da Wert drauf gelegt, sie darauf anzusprechen. Ja? Heute habe ich es getan. Ich sage mal, Larissa, guckst du YouTube-Videos? Und die, ja, ich mache YouTube-Videos. Ich weiß. Ja, dann, also ich grüße dich hiermit. Ne? Voll witzig. Und haben uns natürlich die ganze Zeit über den ganzen Kram unterhalten. Und Sabine, sie kann halt damit nicht so viel anfangen. Und so, obwohl sie ja Nägel macht. Jetzt kann ich euch die Nägel übrigens mal zeigen. Ich stehe nämlich gerade an einer roten Ampel. Und so sehen meine Nägel jetzt aus wieder. Also ich mag sie ja immer natürlich. Ich lasse mir die immer natürlich machen und ich mag das so total gerne. Ja. Tada. So, jetzt stehe ich hier bei Roller und gehe da jetzt mal reingucken wegen diesem komischen Kleiderschrankteil, was Joy haben möchte. Hier, Roller, ne? Für alle Leute, die das nicht kennen, Roller. Jo, okay. So, Migräne lässt grüßen. Ich krieg die Krise. Ups, so. Ich wollte doch eigentlich zur Joy und alles und jetzt gerade macht sich Migräne breit. Ich bin heute Morgen schon mit Kopfschmerzen aufgestanden. Ich merke, es wird auf keinen Fall besser. Im Gegenteil, es wird so migräneartig, wisst ihr, wie ich meine. Oh, ich krieg die Krise. Ich hoffe, ich krieg das noch in den Griff. Ich war jetzt gerade bei Roller drin, hab diesen komischen, hässlichen, Entschuldigung, aber so ist das nun mal, so einen Stoffkleiderschrank für den Keller geholt, für die Joy. Und ja gut, wenn er im Keller muss, muss er ja nicht schön aussehen. Und ja, ich fahre jetzt nach Hause, wollte eigentlich packen und losfahren, weil ich muss ja noch nach Primark was umtauschen und so. Oh, scheiße, mein Kopf. Er zerberstet gleich. Scheiße. Ah, ich mach das schon irgendwie. Pfeife noch ein paar Tabletten rein, ansonsten muss ich mich halt bei Joy hinlegen. Scheiße, echt. Naja, gucken wir mal, ne? Ja, gut. Wir sehen uns dann noch wieder. So, ich habe mich gerade zu Hause hingelegt für eine halbe Stunde oder so. Die Kamera wippelt, stört euch nicht dran. Und habe mir eine Migräne-Tablette reingezogen. Hat nicht so ganz geholfen. Jetzt habe ich noch eine Kopfschmerztablette reingeworfen. Und ich bin jetzt auf dem Weg zur Joy nach Düsseldorf. Ich weiß, normalerweise würde ich es nicht tun, wenn ich Migräne habe. Aber hoffentlich sind es einfach nur starke Kopfschmerzen, die weggehen, weil ich möchte einfach nicht jetzt Samstagabend alleine zu Hause den Tag verbringen. Da habe ich echt keine Lust drauf. Und Joy hat sich auch voll gefreut und ich habe mich gefreut. Und machen wir das mal. Ne? Außerdem muss ich ja eh das Zeug umtauschen. Ist ein bisschen doof alles, aber wie gesagt, doi doi doi, ah, dass ich, dass es weggeht und ja. Aber die Dings ist so gut eigentlich. Ne? Die, ich habe da so eine Ablage. Mein Handy drauf gestellt, damit das Handy ein bisschen hoch steht. Das, die Kamera. Funktioniert, glaube ich. Ne? Wackelt zwar, aber müsst ihr euch mit abfinden. Ja. Machen gehen sollen zu Hause. Naja, also Düsseldorf ist von Mönchengladbach ungefähr 35 Kilometer weg. Da muss ich ja erstmal, weiß ich nicht, auf den Kö parken soll oder so in Düsseldorf oder halt in irgendeinem Parkhaus, um die Zeit ist natürlich auch die Hölle. Ne? Ich muss mal gucken, wie ich das so deichsel. Ich bleib ja eh nicht lang, ich möchte ja eh einfach nur bei Primark was umtauschen. Ich weiß gar nicht, wie das in Düsseldorf ist, ob man dann einfach an irgendeiner Kasse gehen muss oder ob ich dann einfach auf, weiß ich nicht, wie ein Essen an so einer speziellen Kasse muss. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ne? Naja. Ja, Joy und ich wollen ja eigentlich noch nach Ikea. Und das sind
Beste, aber vielleicht ist es ja gleich weg und dann können wir, ich glaube, sie möchte sich, glaube ich, einen Schreibtisch holen. Können wir das auch erledigen. Vielleicht muss ich auch einfach noch was essen. Ich habe ja bisher nur dieses Brötchen gegessen. Wir haben jetzt 4 Uhr. Und ich muss es auch nicht, ist ja nicht so, als könnte ich sowas nicht vertragen. Aber halt, wenn man dann so Kopfschmerzen hat, sollte man eigentlich Kleinigkeiten essen und was viel trinken. Aber naja, ich stink's gerade ein bisschen nach Gülle. Ich fahre hier am Feld ab vorbei. Ja, wie soll es auch anders sein? Ich gehe jetzt im Stau. Schön, ne? Ist das ein Scheiß? Sowas nervt mich dann. Euch geht es eh nicht gut, ihr habt euch gerafft, um zu einer Freundin zu fahren. Oh, und dann Stau. Und hat Joy mir gerade noch eine Sprachnachricht geschickt, dass es in Düsseldorf viele Demos heute geben soll, oder ja, Demonstrationen, ne? Und dass da wahrscheinlich auch ein schlechtes Durchkommen sein wird. Oh Mann, ey. Und was ich hasse, ich bin hier gerade an so einem Rastplatz. Fahren gerade ganz viele runter, um ja so ein paar Meter zu gewinnen, wisst ihr? Naja. Ich glaube, hier ist auch ein Unfall passiert, weil da hinten hat so eine Lampe geleuchtet, so bling, 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 Unfall. Schön, ne? Schön, schön. Also, ja, guck mal. Stau. Stau, ne? Stau. Ja. Hinter mir die Dame im Corsa. Guckt auch sehr glücklich. Kommt aus Heinsberg. Grünes Auto. Vor mir, Neusser. Sie hat Ibiza, etwas älteres Modell. Rechts von mir ein Kölner. Schwarzer Nissan, so ein Transporter. Dahinter ein Seat Espace in Silber. Mhm. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein VW Touran. Mhm. Ja. Kann man sich ja jetzt schön die Landschaft angucken, ne? Boah, ey. Oh, das habe ich mir nur gedacht. Ich wäre vielleicht doch lieber auf der Couch geblieben. Scheiße. Mein Kopf. Aber so ist das, wenn man halt kurz vor der Periode steht, hat man sowas mal, ne? Naja. Ich war gerade jetzt bei Primark, sorry, ich hatte so dermaßen Kopfschmerzen. Ich wollte eigentlich ein richtig cooles Follow Me Around drehen, ja. Aber mit den Kopfschmerzen ging das jetzt gerade nicht so. Ich war jetzt gerade umtauschen bei Primark. Hab demnach natürlich wieder was gefunden. Naja, gut. Und ich war bei C&A, hab auch eine Jeans umgetauscht. Die eine Helle, die ich letztens im Holland hatte, die war spackeneng, das ging gar nicht. Ja, da habe ich natürlich auch was Neues gefunden. Ja. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Joy und es ist die Hölle auf den Straßen los. Also, ja. Meine Kamera. So, da war irgendwas drin. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Meine Kopfschmerzen sind weg. Gott sei Dank. Also, ich habe echt gedacht, ich krieg die Krise. Aber ich habe gerade schon zur Joy gesagt, so telefoniermäßig. Ich habe alles ausgeschwitzt. Dieser ganze Stress bei Primark, es war so die Hölle wieder mal voll und weiß ich nicht alles. Also dieser ganze Stress, also ich bin zwar am Schwitzen, aber Gott sei Dank, ich müffel nicht, wisst ihr, wie ich meine, so, ne? Ja, und dieser ganze, oh,
Schweiß, der es mir rausgebrochen ist, ja, hat wahrscheinlich meine Kopfschmerzen, meine ziemlich starken migräneartigen Kopfschmerzen mit weggeblasen. Oh, Gott sei Dank, ich freue mich so. Jetzt kann ich endlich den Abend ganz normal mit Joy verbringen, ohne dass ich ständig meinen Kopf massieren muss. Ja, ich kann gerade so gut mit der Kamera fahren, weil hier nur Stop and Go ist. Ganz toll. Also so nur rote Ampeln und ja, ich bin jetzt gerade hier Kaufhof. Wo sind wir? Wo bin ich denn hier? Kaufhof, hier rechts von mir ist Deutsche Bank. Wie heißt denn die Straße, wo ich hier bin? Berliner Allee heißt das hier. Und ja, ich sehe aus wie Strobelpeter live in Action, ne? Aber so ist das nun mal. Und ja, habe ich, ja, genau. Und ich habe mir gerade auf dem Weg, weil ich noch in den Shadow-Arkaden geparkt habe, 5,60 Euro Parkgebühren. Natürlich, ich wusste, dass es teuer wird, aber dass es so teuer ist, also mal, es ist Düsseldorf. Ja, und dann habe ich mir da in Arkaden war das Haaröl so von The Body Shop, war bei The Body Shop im Angebot für statt 10, 6 Euro und habe ich mir das mal gekauft, weil ich wollte mir das letztens schon mal holen, aber genau, aber das war mir dann, bin ich hier richtig? Aber das war mir für 10 Euro zu teuer und jetzt für 6 habe ich gedacht, das nehme ich mal mit. Leute, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ich fahre mich gerade nach Navi und ich habe keine Ahnung, wie ich hier zur Joy komme. Ich leg mal auf, ist lustig, ne? Ja, kannst du super sauber putzen. Ja. Oh, und das, ein Traum für eine Frau. Kann man richtig vorstellen, die ganze Lippen. Was haben wir denn hier? Hier ist bestimmt für Männer. Ja, spärlich, würde ich sagen. Ja. Oh, ich würde sowas so gerne haben. Die erste Badewanne, die ich bei Ikea sehe, glaube ich. Die sind aber klein. Also, hör mal, da muss er echt die Beine einziehen. Ja, ich gehe da nicht rein. Wer bricht das? Aber auch nicht schön gekachelt, muss ich mal sagen. Nee, das ist ja bei mir zu Hause. Da ist ja mein Badezimmer schöner. Und das soll was heißen. Oh, das will ich auch. Ja, vor allem, guck mal, wie schön schmal die sind. Genau. Das will ich auch, Die finde ich auch voll süß, ja. Ne? Aber was tut man da rein? Wattestäbchen. Ja, zum Beispiel. Aber selbst aber dafür Bock, ist es zu knapp. Das aufzumachen. Ja. So, kommen wir in mein Schlafzimmer. Oh, ja, hast du das Bett mal wieder nicht gemacht, Joy? Ja, ich habe so keine Lust. Was hast du mir gestern Abend dann gemacht? Freitag. So. Erstmal wieder Bett machen. Boah, ist ja eine hässliche Lampe. Und dieser Kleiderschrank finde ich so auch nicht schön. Nee, der macht irgendwie nichts her, ne? Ich finde, der sieht ein bisschen billig aus. Aber 1.595 Euro, ne, alles andere als billig. Ja, das stimmt allerdings. Der ist ja teurer als... Okay, meiner ist nicht so groß. Das sieht auch so schön aus, wenn du es aufmachst. Ja? Mhm. Entschuldigung. Macht doch nichts. Oh, hier haben wir wieder diese Deckel. Ja, das würde ich mir sofort... Wo denn? Hier rechts hängt es zumindest. Ne? Hier hängt das und hier. Ich denke mal, dass das die hier sind.
Ich hätte mir davon auf jeden Fall auch ein oder zwei. Drei Stück, 1,99. Dann nehme ich schon zwei. Ich nehme auch zwei mit. Dann nehmen wir doch direkt zwei. Oder? Ich denke nicht. Ja, du hast doch und rein da. Oder? Du hast doch nicht nur drei Jacken, oder? Deswegen. Da ist ein langes drin und zwei kurze. Die kurzen kann man zum Beispiel auch für die guten Karnevalsklamotten nehmen, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ne? Kann man immer gebrauchen. Kürzen. So, sind jetzt beim Chinesen, Asiaten und ich habe hier meine Vorspeise Erdnuss. Was ist das? Was ist das, Joy? Hähnchenspieß mit Erdnussbutter, genau. Und die nein, Erdnusssoße, nicht Erdnussbutter. Meine ich. Die Joy die hat Frühlingsrolle Milch. Die ist auch super. So, ich fange ganz schon mal an. Ja, ich melde mich zurück. Das Follow Me Around ist doch anders abgelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Ich werde es trotzdem versuchen hochzuladen oder sowas. Und dann gucke ich nicht so an. Ja, ich habe weder Augenbrauen noch irgendwie was. Ich habe nur gerade einen Lippenstift ausprobiert von der Joy. Das ist von Astor, so Lip Butter. Und ich habe ein bisschen Lippen getuscht, mehr nicht. Hat jetzt keinen Lust, weil ich mache das. Ich fahre jetzt eh nach Hause und es ist Sonntag, ne? Es ist Gammelsonntag, ne? Demnach. Ja, ich wollte mich nur halt verabschieden, weil ich habe das gestern dann nicht mehr geschafft. Wir haben gestern Abend noch Tor 2 haben wir uns noch ausgeliehen, haben das noch geguckt. Wir waren noch essen, eine Kleinigkeit. Und beim Asiaten waren sehr lecker. Und ja, irgendwie wollte ich noch filmen, so ein paar Sachen halt, auch halt das mögliche Kuscheloutfit und sowas. Aber ja, irgendwann ist es ja auch mal gut. Man will ja dann irgendwann auch mal einfach nur Fernsehen gucken. Ja. Nee, also hab gedacht, komm, egal, ich gucke jetzt den Film und tut mir leid. Also ich wollte mich auf jeden Fall jetzt einfach nur noch verabschieden. Und das nächste Follow Me Around, Entschuldigung, ich bin hier gerade, ich fahre natürlich Auto, ich muss natürlich auf den Verkehr achten. Das nächste Follow Me Around wird besser. Ich muss mich ja erstmal wieder reinfinden. Ich, ne, dass ich halt auch mit der Kamera viel einfach mal filme, weil ich komme mir damit immer doof vor. Zum Beispiel gestern bei Ikea habe ich ein bisschen gefilmt. Das ist schon ziemlich komisch, mit einfach mal mit Kamera rumzurennen. Ja gut, ich will jetzt auch nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Die Leute gucken nicht. wir sehen uns dann das nächste Mal, okay? Bis dann, tschüss!